15. Juni 1904 fand der 17. Jahresausflug der lutherischen St. Markuskirche statt. Die Gemeindemitglieder waren größtenteils in Deutschland geboren oder deutscher Abstammung. Auf ihrem Weg nach Eaton's Neck auf Long Island gingen etwa 1300 von ihnen an Bord eines dreistöckigen Holzdampfers mit dem Namen General Slocum. Da der 15. Juni auf einen Werktag fiel, war die Mehrheit der Passagiere Frauen und Kinder. Solche Schiffsrundfahrten waren in jener Zeit ziemlich verbreitet. Die General Slocum war einer von etwa ein Dutzend Schaufelraddampfern, die auf den Wasserwegen New Yorks verkehrten und Arbeitern eine Möglichkeit boten, der Stadt für kurze Zeit zu entkommen. 20 Minuten nach dem Ablegen brach auf dem Schiff ein Feuer aus. Der Kapitän legte in der Nähe von Rikers Island an. Als das Feuer gebannt war, hatte man mehr als 1000 Todesopfer zu beklagen. Das Unglück wurde unzureichender Sicherheitsvorkehrungen und der Fahrlässigkeit des Kapitäns angelastet, der zu 10 Jahren Zwangsarbeit in Sing Sing verurteilt wurde. Allein die Verluste an Menschenleben waren schon dramatisch, doch die Folgen für die Gemeinde waren verheerend. Das Entsetzen und Leid waren so unerträglich, dass etliche Männer, die ihre gesamte Familie auf der General Slocum verloren hatten, Selbstmord begingen. Das Unglück auf der General Slocum bedeutete praktisch das Ende der deutschen Gemeinde in Kleindeutschland. Die Hinterbliebenen verließen das Viertel. Das goldene Zeitalter der Deutschen in der Lower East Side war faktisch vorbei. Ein Jahr später wurde ein 2,5 Meter hoher Gedenkbrunnen am nordwestlichen Ende des Tompkins Square enthüllt. Er trägt das Bildnis zweier zum Meer schauender Kinder sowie die Worte: Sie waren die reinsten Kinder der Erde, jung und schön. Obwohl wir New Yorker den Wettstreit schätzen, gibt es ein paar Rekorde, die wir nicht gern brechen. Leider löst die Tragödie am 11. September 2001 den Brand auf der General Slocum als Unglück mit den meisten Todesopfern in der Geschichte der Stadt ab.